von Katis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute gibt es ein Adventskalender-Unboxing und nachdem es das erste Unboxing dieser Art auf meinem Kanal dieses Jahr ist, habe ich gedacht, zur Feier des Tages schmeiße ich mich mal direkt in meinen neuen Weihnachtspulli für euch. Und ja, es gibt auch einen ganz besonderen Kalender, den wir uns gleich gemeinsam anschauen. Im Thumbnail habt ihr ihn schon gesehen. Bevor wir uns aber den Kalender näher anschauen, an dieser Stelle wie immer meine Bitte an euch. Ich freue mich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr gleich auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Vor allem keine Beauty-News und auch keine spannenden Verlosungen. Aktuell läuft da sehr viel. Ich habe auch vieles für euch geplant in der Weihnachtszeit. Und auch in diesem Video wird es eine kleine Verlosung geben. So, und zwar, um was geht es heute überhaupt? Es geht um den Hypoallergenic Cosmetics Adventskalender. Und die Marke, die kennt ihr, die habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt. Die kriegt ihr zum Beispiel bei Rossmann oder bei Müller. Und jetzt den Kalender, den bekommt ihr online eben auch bei den beiden zum Beispiel. Ich schreibe euch mal alle Quellen auch noch unten rein, wo ihr den bekommen könnt. Und der kostet 34,99 €. Und ich habe mir erlaubt, quasi anzuteasern mit geheimer Adventskalender, auch auf dem Thumbnail, weil es tatsächlich einer von den Kalendern ist, die jetzt noch nicht so, sage ich jetzt mal, 1 Million Mal geöffnet sind auf YouTube und vielleicht habt ihr ihn auch tatsächlich noch gar nicht entdeckt und ich dachte, das ändern wir und ich zeige euch heute mal, was das für ein toller Kalender ist. Meines Wissens ist es, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass Hypoallergenic Cosmetics einen Kalender rausbringt. Letztes Jahr hatten sie schon einen, dieses Jahr eben auch wieder und ich finde, auch dieses Jahr sieht der optisch, ist der wieder so wahnsinnig schön und gelungen und was ich bei dem auch echt richtig gut finde, dass er so schön kompakt ist, ja. Der ist groß, aber kompakt, ja. Und das ist wirklich was, was man sich gut irgendwo hinstellen kann und wo auch man nicht auch Angst haben muss, dass da ständig irgendwas auseinanderfällt. Ja, und ich freue mich auf den Kalender. Ich werde es so machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich an euch verlose. Vielleicht werde ich es wieder so machen, dass ihr euch einfach drei von den Türchen, also ein Gewinner sich drei von den Türchen aussuchen darf. Vermutlich werde ich es so machen. Also passt gut auf. Ich schreibe euch natürlich auch unten nochmal alle Produkte rein. Voll der fiese Spoiler, ne? Hinten stehen sie, soweit ich das jetzt eben sehen kann, genau, hinten sind sie auch alle drauf und aufgelistet. Und ich schreibe euch natürlich auch nochmal rein, was der eigentlich für einen Original-Gesamtwert hätte. Er kostet so, wie gesagt, 34,99 €. Bei Rossmann und Müller Online kriegt ihr den. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, genug der Vorrede, wir fangen mal mit Türchen 1 an. Das habe ich mir extra schon so ein bisschen rausgehoben, damit ich da auch gleich gut rankomme. Ich werde den jetzt einfach tatsächlich hier neben mir liegen lassen und euch immer die Türchen zeigen. So sieht das aus. Ich finde das Format, das finde ich so nett gemacht, ja, also total schön irgendwie. Wir machen Türchen 1 auf, es ist relativ leicht im ersten Moment, fühlt sich's an. Und rauskommt dieser wunderschöne Melting Moisture Lipstick. Das ist eine ganz tolle Farbe, finde ich. Also das ist so ein, was ist denn das für ein, was steht da hier eine Nuance drauf? Nee, nee. Also jetzt kann ich leider so auf den ersten Blick sehe ich nicht, was das für eine Nuance ist. Ich vermute mal, dass ich es hinten dann rausfinde, dann schreibe ich es euch noch unten rein. Ich mache den auch mal kurz auf. Sieht wirklich ganz schön aus. Das ist die Farbe, so ein schönes Zimt-Nude, würde ich das jetzt nennen. Also eine ganz, ganz, ganz schöne Farbe. Und das war Türchen Nummer 1. Und schon geht's weiter mit Türchen Nummer 2. Ach, das macht so Spaß. Ja, diese Boxen sind, das ist echt so nett gemacht, dieses Muster. Dieses ja, Sternmuster quasi. Oh, das ist aber was Hübsches. Ein Fresh Blush ist das. Und zwar, das ist die Nuance Peachy Kiss. Ich mache den mal auf, dann könnt ihr es vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Hat hier so eine schöne Prägung. Ich glaube, man kann es so ganz gut sehen, ne? Ja. Auch ein ganz schöner Farbton, finde ich. Ganz schön gemacht, ja. Weiter geht's mit Türchen Nummer 3. Das könnte auch wieder, glaube ich, was Stiftartiges. Ah, ich bin gut. Ich kann das schon am Schütteln erkennen. Ah, okay, das ist ein Longwear Lip Pencil und der passt natürlich vom Ton ganz perfekt zu dem Lippy, den ich euch vorher gezeigt habe. Das ist jetzt hier die 03. Und für mich auch wieder so ein Nude mit so einem ganz leichten Zimteinschlag. Also so ganz hübsch, so ein bräunlich, ja, bräunlich-cremiges Nude. Das ist Türchen Nummer 4 und lasst uns gemeinsam reinschauen, was dahinter steckt. Schöne Sache. Sehr cool. Ein Hypoallergenic Eyeshadow Set. Das sind so Trios. So ganz schöne, dezente Töne. Also genau meins wäre das jetzt.
Aber vielleicht freut sich auch einer von euch darüber. Wie gesagt, wir machen es wirklich einfach so. Ein Gewinner darf sich drei von den Türchen ganz frei aussuchen. Egal, was ihr wollt. Ne? Ist doch eine gute Ansage, oder? So, das ist die Nummer 03 Windblow. Und ja, Eyeshadow Set. Hypoallergenic Eyeshadow Set. Schönes Trio. Weiter geht's mit der Nummer 5. 5. Und da ist ein Tübchen drin. Ah, okay. Ich glaube, das ist jetzt eine Probiergröße. Das ist ein Anti-Smog-Primer. Witzig. Und dann auch mit diesem Hanfblättchen drauf. ja, ist einfach eine Make-up-Base. Und ich vermute mal, dadurch, dass die so ein bisschen grünlich aussieht, die Packung, ist der, dass der vielleicht auch ein bisschen Rötung ausgleicht. Könnte sein. Kann ich jetzt ja nicht aufmachen, weil wie gesagt, einer von euch darf ja sich drei von den Produkten frei aussuchen. Aber auch ein spannendes Produkt. Und also ich habe ja auch einige Primer von Hypoallergenic Cosmetics schon getestet und ich mag die sehr, sehr gern. Also die haben immer auch einen ganz schönen pflegenden, leichten Effekt auf der Haut. Überhaupt die ganze Marke. Ich meine, sagt ja schon der Name Hypoallergenic. Das ist wirklich was, wo ihr euch gefahrlos bedienen könnt sozusagen, wenn ihr auch sensible Haut habt, weil da passiert an Irritationen oder sonstigem gar nichts. Ja, das sind wirklich so feine, sanfte, milde Produkte. Wenn ihr die also noch nicht entdeckt habt oder tatsächlich noch nicht kennen solltet, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann schaut unbedingt mal beim Rossmann oder beim Müller, wie gesagt, da werdet ihr auf alle Fälle fündig. Ho, ho, ho! Jetzt bin ich aber gespannt, ob sich im Nikolaustürchen etwas Besonderes oder was Größeres verbirgt. Klingt jetzt erstmal auf den ersten Schüttler nicht so. Finde ich aber nicht so schlimm, weil es sind ja sehr, sehr viele Originalsachen überhaupt drin. Es ist ein Longwear Eye Pencil. Das ist die 06 und das ist einfach so ein, ja, so ein Graphitton, so ein schönes, sattes Grau. Ich mache den mal auf, dass ihr das auch seht. Hat eine ganz feine Spitze und ja, also kann man bestimmt auch sehr, sehr gut gebrauchen, die Festtage über, ne? So, kann man bestimmt auch ganz tolles Smokey-Eyes mitmachen. So, dann haben wir die Nummer 7. Da kommt wieder so ein dreieckiges. Tschüpp, komm raus. Oh, jetzt habe ich ein bisschen das Spitzchen kaputt gemacht. Egal. Nummer 7 ist das. Lass uns reinschauen. Das ist was ganz Leichtes. Ach, lustig. Ach, cool. Ach, da freue ich mich jetzt ja. Guckt mal. Da ist auch so ein kleiner Spongy drin. Das ist echt ein schöner Kalender. Also bisher eine wirklich tolle Ausbeute. Und wie gesagt, denkt dran, ihr habt Freiwahl. Einer von euch, der Gewinner, drei Türchen dürft ihr euch aussuchen. Schon Feierlaune, ha? Schon in Weihnachtsstimmung. Oh, das habe ich schon aufgemacht. Nummer 8 kommt als nächstes. Und das ist auch was Tolles. Da sind hier die Fresh Matte Liquid Lipsticks. Und das ist wirklich auch eine wunderschöne Farbe. So ein ganz alltagstaugliches Altrosa. Ja, so ein Nude-Rosa finde ich sehr, sehr hübsch. Haben wir da eine Nummer? Nee, aber reiche ich euch sonst noch nach, wenn ich da irgendwie fündig werde. Auch hinten oder so steht das bestimmt drauf. Und weiter geht's flott mit der Nummer 9. Da ist wieder was Schwereres drin. Oh, da freue ich mich. Oder einer von euch, je nachdem. Geile Farbe. Und zwar ist die Rede hier von diesem wunderschönen Nagellack. Long Lasting Nail Enamel, also quasi ein langanhaltender Nagellack und es ist ein richtig schöner Rotton mit so einem ganz leichten bläulichen Einschlag, also eher so ein Kirschrot, mehr als ein klassisches Rot, aber wirklich ein ganz, ganz toller, ja, sieht jetzt so aus, als würde es auch perfekt zu meinen Lippen passen. Wirklich wunderschön. Da kann ich jetzt leider auf den ersten Blick auch keine Nummer erkennen, aber die kann ich euch ja wie gesagt auch noch nachreichen. Und schon sind wir bei der 10 angelangt. Yeah, was kann da drin sein? Ah, Coolio. Ach, geil. Okay, den habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich kenne mich eigentlich ganz gut aus bei Hypoallergenic, aber der ist an mir vorbeigegangen. Nude in Moist Make-up. Ich glaube, ach so, ist das jetzt. Ah, ist das dann jetzt eigentlich. Moment mal. Okay, ich dachte, das ist ein Concealer, aber es steht eigentlich Make-up drauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das eine Originalgröße ist oder nicht. Kann ich euch jetzt echt nicht sagen. Muss ich nochmal gucken. Weil Nude in Moist Make-up heißt für mich eigentlich Make-up, nicht Concealer. Aber vielleicht ist es auch so, das Produkt so gedacht. Ich gucke nochmal nach. Schreibe ich euch dann unten rein. Ihr findet eh alle Infos zu den Produkten ganz ausführlich nochmal unten drin. Weiter geht's mit der Nummer 11. So. Ah, da ist nochmal ein Lip Liner drin. Longwear Lip Pencil. Und das ist jetzt aber diesmal die Nummer 06. Und da habt ihr mehr so ein, geht mehr so ins Pinkige, ja? Minimal.
auch so ganz schöne gedeckte Töne. Ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Ja, so. Auch eine sehr schöne Farbe. Dann geht es weiter mit Nummer 12. Hier ist die Nummer 12. Ah ja, okay. Und da ist nämlich jetzt ein Concealer drin. Also ist das andere wahrscheinlich wirklich das Make-up. Das ist der Liquid Eye Concealer. Und da steht leider jetzt auch keine Nuance dabei. Für mich wäre es jetzt, glaube ich, perfekt. Ist schon eher relativ hell oder halt so ein, ja, so ein mittlerer bis heller Ton. Aber auch sehr schön. Kann ich euch leider keine Nummer, keine Nuance sagen. Reiche ich nach, wie gesagt, wenn ich es hinten draufstehen habe oder rausfinden kann. Krass, das war jetzt schon Halbzeit. Und jetzt kommen wir schon zur Nummer 13. Und die ist auch wieder leicht. Da kann auch wieder ein Stift drin sein. Da bin ich sehr gespannt. Was ist denn das? Ach ja, das ist nochmal ein Longwear Eye Pencil. Und das ist jetzt die 01. Ich vermute, es ist einfach wirklich so ein ganz klassisch schwarzer, so wie es aussieht hier. Ganz klassischer schwarzer. Grau und schwarz, das sind eben auch dann so die Farben, denke ich, die auch die meisten tatsächlich im Alltag benutzen. Insofern ist das wirklich auch, glaube ich, ein Kalender für, bestimmt auch schön für Jüngere auch gedacht oder für Schminkanfängerinnen oder eben gerade, sage ich mal, auch jetzt ein bisschen vielleicht auch sogar für, ja, für junge Mädchen so in dem Alter, wo man anfängt, sich zu schminken, weil natürlich diese Sachen auch ganz, ganz, ganz pur und fein sind. Oder aber eben auch, also auch ich liebe die Marke total, aber das ist eigentlich, ja, einfach wenn ihr jemanden habt, der sensible Haut habt, dann denkt mal gleich an Hypoallergenic Cosmetics. So, dann kommen wir zur Nummer 14. Nummer 14. Da ist Nummer 14. So sieht das aus. Klunk, klunk. So. Ah, sehr cool. Und hier kommt schon eine Mascara. Amazing Lash Mascara. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Das ist einfach eine ganz klassische Schwarze. Und die haben auch, also ich liebe die Hypoallergenic Mascaras, weil die wirklich, ich habe ja so ein bisschen eher immer sensible Augen und die sind auch total super. Die, ja, die vertrage ich sehr, sehr gut und hat hier auch so ein ganz schönes Bürstchen. Ich glaube, ist das jetzt eine 6 Gramm, müsste eigentlich eine Originalgröße auch sein. Weiter geht's mit der 15. Das ist, denke ich, auch wieder eine Probiergröße. 10 Gramm. Und das ist ein, okay, Just Free Skin Color Balance Primer. Camouflages, Imperfections, Redness and Irritation. Ja, sehr cool. Und Allergy Tested, aber ich glaube, das sieht bei allen Produkten aus. Ja, auch eine coole Sache. Also, ja, ihr seht, das ist eben einfach wirklich, wer Lust auf Farbe und sich schön schminken hat und vielleicht aber da immer so ein bisschen zu Problemchen neigt, für den ist das auf alle Fälle die Marke der Wahl in der Drogerie. Definitiv. Aber für alle anderen auch. Weil wer hat nicht mal weiß ich nicht, Irritationen. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die nie in ihrem Leben Hautirritationen haben. Sowas gibt es, glaube ich, gar nicht. Hat man ja immer mal so Phasen. Bei mir ist es wirklich auch immer so, ja, tatsächlich hormonabhängig. So, dann haben wir Nummer 16. Das finde ich aber auch nicht schlecht. Ach cool, das ist so ein Haargummi. So ein kleiner, diese Telefonkabel-Haargummis in schwarz. Wunderbar, kann man auch gebrauchen. So, Nummer 17 habe ich hier schon. Da, ah, sehr cool. Och, wäre die perfekte Farbe, falls die nicht einer von euch haben will. Und zwar ist es der Precise Brow Pencil und das ist die 02 und das ist genau, das wäre genau mein Ton. Dieses aschige, taub, so ein helles Braun. Wunderbar. Ich schaue es mir mal gerade an. Das ist wirklich einfach nur so ein Creme, ganz dünne Spitze, so ein ganz feiner Creme-Stick. Ich glaube, damit kann man sehr, sehr, sehr gut arbeiten. So, mach mal wieder zu. Wie gesagt, ihr dürft euch ganz frei, einer von euch darf sich ganz frei drei Türchen aussuchen. Wir waren bei der Nummer 17. Nummer 18 habe ich hier gleich schon linke Hand parat. Das ist die Nummer 18. Was könnte da drin sein? Ach, okay. Ja, gut. Ja, darf in dem Kalender auch mal drin sein. Das ist so eine, ja, so eine Nagelfeile einfach. So eine, ich denke mal, so eine zweiseitige. Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ich finde, in einem Kalender dürfen auch mal so Kleinigkeiten drin sein, durchaus wie so ein Haargummi oder eben so eine Nagelfeile. Kann man ja auch wirklich immer gebrauchen, ja. Das ist die Nummer 19. Ah, okay. Auch nochmal quasi so ein Make-up-Pad zum Auftragen oder so ein Puder-Pad. Das finde ich jetzt ein bisschen unglücklich, dass direkt hintereinander 18 und 19 zwei so quasi Füller drin sind. Ist jetzt auch nicht schlimm. Auch sowas kann ich tatsächlich immer gebrauchen, weil die braucht man ja irgendwie ständig und entsorgt dann ja auch immer wieder mal. Hätte ich aber in der, also ich hätte halt
dann hätte ich diesen zweiten Lippler, der da drin war, dann nochmal ein bisschen später reingemacht, ehrlich gesagt. Ich würde halt dann nicht hintereinander zwei so, also Nagelfeile und dann dieses Ding und davor war noch der Haargummi. Das würde ich nächstes Mal ein bisschen, als kleiner Tipp, würde ich einfach ein bisschen anders verteilen im Kalender. So, jetzt sind wir schon bei Nummer 20. Und das ist, glaube ich, wieder ein Originalprodukt. Schon gleich am Meckern, bums, kommt schon das Originalprodukt, das nächste. Und was für ein tolles. Wow, okay, das ist hier dieser wunderschöne, zartrosa, pastellrosa Nagellack. Auch wieder einfach diese Sorte Longlasting Nail Enamel und eine wunderschöne Farbe. So eine ganz schöne, alltagstaugliche Rosa. Vier Türchen haben wir noch, jetzt gehen wir in den Endspurt. Das ist die 21. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Juhu, Trommelwirbel. Oh, ja, ich hab's gehofft. Wie cool. Wow, ein Puder. Ein Fresh Matte Pocket Powder. Also ich glaube, man kriegt ganz gut, tatsächlich würde man mit dem Kalender, und das finde ich auch mal ganz wichtig bei so einem Make-up-Kalender, man würde, glaube ich, ein Fullface gut hinbekommen. Wir haben eigentlich alles drin, was wir brauchen. So, also das ist die Nuance 03 Natural Beige, so eine ganz klassische Nuance, die eigentlich wirklich also vielen Hauttypen passt. Zum Setten, wunderbar, ganz schöne Sache. Drei Türchen haben wir noch, hier kommt die 22, da. Ich bin ja mal gespannt, ob an Weihnachten irgendwas Besonderes drinsteckt. Was ist das denn jetzt Tolles? Huch! Oh, ich glaube, das ist ein Pinsel. Wie mache ich denn das, dass ich den da wieder reinkriege? Naja, werde ich schon schaffen. Das ist ein schöner Pinsel. Oh, wie macht man die nochmal auf, diese Art von Pinseln? Ach so, okay. Ja, so rum, genau. Ach, und der ist auch so schön rosa. Oh, der ist ja schön. Und da macht ihr es so. Ich mag die ja gerne so, ne? Zack, zu und zu. Bums, fertig. So, und der ist auch schön stabil, der Verschluss. Ich tue ihn mal wieder rein. Ja, finde ich auch cool, dass da noch so ein Tool drin ist. Also jetzt haben wir einen Pinsel und einen so einen Sponge und dann noch so ein kleines, so einen kleinen Pad. Also der wird ja, kann man dann für den Puder ja auch gut gebrauchen, ne? So, jetzt haben wir noch 23 und 24. 23 habe ich hier. 23. Jö. Haben wir den hier noch drin? Huch, was ist das denn? Hä? Okay. Also das ist so ein kleines, ja, so ein, wie so ein Hand, also diese Handtüchlein. Das tun wir wahrscheinlich in Wasser und dann wird da so ein kleines Tüchlein raus. Ich denke, das ist wahrscheinlich so zum Make-up entfernen oder einfach so ein kleines Gesichtstüchlein, ja. Das tut man dann in Wasser und dann geht es auf. Ja. Witzig. Witzig. Hätte man auch ein bisschen früher in den Kalender reinpacken können. Also für den 23, so kurz vor Weihnachten in den Endspurt, da hätte ich dann eher vielleicht noch den Lipgloss oder sowas. Weil am Anfang waren so viele Lippensachen und jetzt am Ende häufen sich diese, ja, diese kleinen Goodies oder Gimmicks noch so. Jetzt bin ich aber gespannt mit der 24, was da wohl noch drin steckt. Ja, natürlich. Der hat natürlich noch gefehlt. Und das passt, finde ich, auch richtig schön für die 24. Hier ein Fresh Bronze Powder. Medium Bronze, auch eine wirklich schöne Nuance. Wirklich sehr alltagstauglich, für viele Hauttypen geeignet. Und auch wirklich eine ganz schöne Sache. Toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, also tatsächlich kriegt ihr damit ganz gut ein Fullface hin. Ihr habt auch die Tools parat. Alles, was ihr braucht. Und ja, ich rechne euch nochmal aus. Ich habe es jetzt natürlich nicht parat. Ich weiß natürlich, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie hoch der Gesamtwert im Verhältnis zum Preis ist. Das werde ich euch nochmal nachrecherchieren. Es sind hier aber schon sehr, sehr viele Originalgrößen drin. Und die liegen ja preislich immer so zwischen 4 und 8 Euro ungefähr, diese Hypoallergenic Sachen. Also denke ich schon, dass man da beim Wert so um die 80, 90 Euro, schätze ich jetzt mal, dass man da ungefähr liegt. Auf alle Fälle ein Kalender, der sich total lohnt. Und für euch lohnt es sich, jetzt mal in die Infobox zu gucken. Dann erfahrt ihr nämlich, wie ihr beim Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim ersten Adventskalender-Unboxing. Ich glaube, es wird schon noch ein oder zwei, wird es bei mir schon auch noch geben. Aber ja, Hypoallergenic Cosmetics dürfte den Anfang machen und da freue ich mich sehr drüber. Und dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt auch dran, bei allen anderen Gewinnspielen noch mitzumachen. Und wie gesagt, bevor ihr weiterklickt, hoffentlich zu einem meiner Videos, lasst mir gerne an dieser Stelle vielleicht noch einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt und aktiviert auch gerne die Glocke. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder hier auf Katis Kosmos. Tschüss!